Hey, meine Lieben, willkommen zurück zu King's Heer, lang lebe der König. Wir wurden betrogen, verraten. Wir wurden als Königsmörder dahingestellt. Ist ja logisch, dass man zwei Kriegern einfach so als Sündenbock nutzen kann. Aber was ist, wenn diese Sündenböcke sich wehren können? Ja. Es ist zu heiß, es ist mit bloßen Händen herauszuziehen. Wird mit dem nicht gehen, denke ich mal. Mit den Nasen wird es auch nicht gehen. Brauchen wir noch was? Hier ist nichts. Das Wappen haben wir schon hier geholt. Ein Eimer voll Wasser. Das könnte nützlich sein. Ja, dann nimm's mit. Kann ich aber leider nicht. Einen Stadtplan. Genau das, was ich brauche. Ah, da ist eine Zange. Ja, auch irgendwo das Wappen wieder vom König. Jetzt? Wenn ich diese Karte vergrößern könnte. Ah, okay, dann lass es mal so, wie es hier ist. Mit der Zange kann man das hier rausholen. Lass mir raten, das hier in den Eimer tun. Das Ganze vergrößern. Balliste, Bogenschütze ist hier. Balliste ist hier. Runder Turm. Aussichtsturm. Armbrustschütze. Den brauchen wir wahrscheinlich. Den. Das hier, Greifenturm, sieht man gleich. Hier ist mit Sicherheit gemeint. Das hier auch. Kaputter Turm. Torwächter. Familienhaus. Das hier. Ich hatte recht, diese Route wurde nicht bewacht. Mein Bruder wartet wahrscheinlich schon auf mich. Könnte. Lass erstmal wieder dieses Königswappen finden, das hier ist. Was haben wir denn sonst hier? Die Truhen sind fest verschlossen. Da brauchen wir einen Schlüssel. Da ist nichts. Da brauchen wir die zwei Fisch-Embleme, aber sonst ist hier nichts zu finden. Da haben wir irgendein Auge. Ein Wolfsauge. Es sieht so aus, als wäre die Kurbel abgebrochen, als die Plattform runterfiel. Dann müssen wir die reparieren. Irgendwie. Gasse. Nehmen wir mal die Gasse. Jemand hat die Pfanne unseres Hauses abgerissen. Ich muss außer Sichtweite bleiben. Aber erstmal schauen, ob ich hier irgendwo das Wappen sehe wieder. Da. Ja, schön. Ich muss die Reben loswerden. Du hast ein Schwert, Junge. Nur so by the way. Nochmal eine Kerze mit. Werkzeuge und weitere Anleitung befinden sich an den Docks. Und hier brauchen wir noch einen Ritterhelm. The lie is already spreading. Die Lüge verbreitet sich bereits. Gesucht, tot oder lebendig. Gebrüder Ulmer. Diese Verräter gelten als Feinde der Krone.
Jeder Bürger, der zu ihrer Ergreifung und Hinrichtung beitragen kann, erhält ein hohes Kopfgeld. The lie is already spreading. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein eigenes Haus einbrechen muss. Sobald er allein zu Hause ist, fahren wir geplant fort und vergiss nicht, den Ort zu plündern. Ich hoffe, unser Haus ist nicht Teil dieses Plans. Da haben wir eine Bürste, da haben wir einen Ritterkopf. Da haben wir eine Art... einen Dietrich 1 von 2. Ach, die sind sowieso zu blind, die sehen uns eh nicht. Da haben wir den zweiten Dietrich. Und was bist du? Dochte. Es sieht so aus, als hätte der Wächter seine Schriftrolle verloren. Okay. Na, wieder ein Dietrich-Rätsel, ha? Drücke die Druckplatten in der richtigen Reihenfolge, um die Verwirrungsstangen zurückzuziehen. Öffne die verschiedenen Schlossbereiche, um auf allen Platten zuzugreifen. Okay, da muss ich erstmal schauen. Okay, das war falsch. Das war richtig. Okay, das war auch wieder nicht richtig. Jetzt ist ein leichtes. Ei. Was war das? Was war denn das? Irgendwas geht da drin vor. Da ist jemand drin, ich sollte mir das ansehen. Nein, ich bin zu spät. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden, vielleicht durch den Balkon. Ja gut, aber erstmal will ich das Wappen da oben haben. Die doch, die fehlen. Ja, da haben wir doch welche. Ah, die Lampe hat kein Öl. Da fehlen zwei Broschen. Eine fehlt noch. Hier ist aber nichts, was ich mitnehmen kann, oder? Da fehlt noch einiges. Da muss ich wieder zurück, oder wie? Ja, fehlt noch die Hundeschnauze. Also, dass sie mal hier hinten Wachen positionieren. Nö. Ich sag's ja immer wieder bei Wimmelbild. Bösewichten, die sollte man einfach nicht ernst nehmen. Weil, wenn sie es wirklich richtig machen täten, hätten sie mehr als nur eine Person auf uns gehetzt, da an der Brücke. Aber nö. Ich finde es immer schön, wenn Bösewichte immer andere ihre Feinde selbst überschätzen. Ah, hier mal wieder ein traditionelles Wimmelbild.
Das Einzige, was wir freilegen müssen, ist die Schaufel. Oh, wie? Wo? Ah, hier, schaut mal. Sie bräuchten mir ein Messer oder sowas. Oder eine Schere. Ah, da war was. Ach, die dürfen wir jetzt einfach so nehmen. Okay. Traubenkorb. Hier. Wasserfass. Ja, okay, das ist jetzt. Das könnte jetzt mehrere Fässer sein hier. Wasserfass. Okay, da ist das Fass gemeint. Spitzhacke. Der Hammer ist hier oben. Schaufel ist daneben. Meißel ist da. Kurbel ist hier. Brosche ist da. Die Truhe ist hier. Beutel. Bilbo Beutlin, wo bist du? Da. Sollen wir die Kurbel bekommen? Ich meine, die könnten auch mal da. Die könnten ja auch hier am Innenhof mal nachschauen. Eventuell geht jemand hier rum. Oder einfach mal hier eine Wache positionieren statt dahinter. Sagen wir so, ein Glück, dass die Bösewichte so dumm sind. Welchen? Ach, den Balkon meint er. No. Die haben den Papa umgebracht. Erstmal das Königspappen wiederfinden. Wo bist du? Na, wo? Ah, da. They'll pay for this. I swear to you, Father. An honest and loyal man like you didn't deserve such a fate. We will miss you, Father. Na, ja, nichts mit rein, Namen reinwaschen, ne? Haben wir die Wollschnauze? Hier fehlt eine Feder wahrscheinlich. Ja. Hinter und Feder passen immer zusammen. Das stimmt allerdings. Warte mal, machen wir erstmal das hier vollständig. So, dann haben wir den Wolfskopf vollständig. Gehen wir nochmal zurück. Ritter, Mosaikstück und eine Federkiel. Ja, und da drin ist eine Botschaft. Mein Freund, das Rad des Schicksals hat sich gedreht. Es wird nicht lange dauern, bis sie zuschlagen. Ich glaube, die Zeit ist gekommen. Du musst Randall die Wahrheit sagen. Ich weiß, du liebst ihn, als wäre er dein eigenes Blut, aber das ist der einzige Weg. Er ist nur ein Junge. Er ist noch nicht bereit für eine solche Last. Aber wenn das, was du sagst, wahr ist, bekomme ich vielleicht keine Chance, es selbst zu tun. Die königliche Linie wird dir helfen, ihn als zu er alles zu erklären. Bis wir uns wiedersehen, mein Freund. Auf jeden Fall. Okay, wo hatten wir? Das war doch hier unten wieder, oder? Jetzt? Ich frage für einen Freund. Auch hier wahrscheinlich, oder? Setze die Porträts in die passenden Platzhalter. Jedes Porträt verschiebt das vorige zum nächsten Platz in der Reihe. Okay. Ich hoffe mal, ich mach's richtig. Ich glaube, wir fangen mit. Obwohl, da sind ja auch die Bilder abgezeichnet, also. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an. Dann kommt.
Das. Jetzt sehe ich natürlich nicht mehr, was da im Hintergrund ist. Ich schätze mal, das hier. Scheibenkleister. Ja, das passt perfekt gleich da rein, ist mir klar. Ja, das ist auch wieder falsch. Ist nicht so leicht, wie es ausschaut. Ich würde mal sagen, das geht ja von hier so, 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 so. Dann würde ich sagen, dann fangen wir mit dem hier an. Dem hier als nächstes. Dann den hier. Den hier. Den hier. Und den hier. Ta-ta-ta-ta. If anyone, it is you who deserves it, brother. I know you'll make father proud. Lasst alle wissen, dass am Samstag, den 11. Februar, 10.9. nach Christus, Renwell Harding, der rechtmäßige Thronerbe, der Sohn und von Thomas Harding geboren wurde. If anyone, it is you who deserves it, brother. I knew I'd find you here sooner or later. War klar. Funny how a piece of paper can end a life. But now, you know why your family will die today. You will answer for your crimes of plotting against the royal family and murdering the king. You are hereby sentenced to death by hanging, to be carried out immediately. Alas, I should thank you, for tomorrow the kingdom will be ours. Are you all right? Let me give you a hand. Thank the heavens, you're alive. I was sure I was going to die. Who are you? Why did you save my life? It's been far too long since we last met. You were but a boy. I'm a friend of your father's, Duke William Bennett. I came to see your father, but alas, I was too late. Father left a note about Randall with your signature on it. Is it true? Is Randall the rightful heir? You'll find the answers in your father's secret chamber. Here, take this. Okay. Komm zu mir zurück. Mein lieber William, seit der Nacht, als du Randall zu mir gebracht hast, habe ich Informationen gesammelt, um seinen Erbeanspruch zu belegen. Alles hier ist hinter dem Familiennamen verschlossen. Da ist etwas Klebstoff. Ja, mach Sachen. Okay, das passt überhaupt nicht rein. Oh, wir müssen wahrscheinlich hier das zurechtfinden, hier alles. Alles, was mit Blumen zu tun hat. Verstehe. Da. Randall's mother, Rose, passed away while giving birth. That night I took him with me, but I knew I could never raise him. So, die Waffenteile hier mitnehmen. There was only one person I knew I could trust, so I brought him to your father. Conveniently, you were being born at exactly that moment.
Okay, das sieht verdächtig, das sieht verdächtig aus. Das. Noch so ein rundes Ding. Nein, nein, nein. Ach, Menno. Das hier. This signed document is proof of Randall's heritage, but it isn't enough for the people, especially now your family has been framed for the murder. Okay, jetzt hier die Königs, die Kronenteile jetzt hier einfach mal. There's a legend about an enchanted crown worn by the first king of Griffinvale himself. That may be our only hope. Okay. Jetzt? Mal sehen, wie weit wir mit aufnehmen sind. Einen Moment. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, an dieser Stelle ist jetzt wieder Feierabend, würde ich mal sagen. Und Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Kings hier. Lang lebe der König. Ihr habt euch wohl.